Unser Sexualleben verknüpft Gott mit unserem geistlichen Leben. Du bist geheiligt, du bist ausgesondert in Heiligkeit für deinen lebendigen Gott. Gott will nur unser Gutes. Wir stehen auf und ehren das Wort und wir ehren auch dieses Gebot. 2. Mose 20, Vers 14. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht Ehe brechen. Amen. Wir nehmen Platz. Also wir haben gesehen, dass das 7. Gebot unsere Beziehung zu unserem Ehepartner schützt und auch unsere Beziehung zu Gott. Ein großer Aspekt zu diesem Gebot ist natürlich auch der Ehebruch in unserem Herzen. Wir wissen, dass sexuelle Reinheit nicht nur äußerer Art ist, dass sie nicht nur darin besteht, sich körperlich von ihr zu enthalten, sondern dass sie bereits im Herzen anfängt nach der Lehre unseres geliebten Herrn Jesus Christus. Er hat gesagt, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Das heißt, es ist nicht erforderlich, sich physisch in den Ehebruch zu begeben, sondern deine Gedanken, deine Fantasie kann auch schon dich zum Ehebruch führen, kann Ehebruch sein. Es ist nicht genug, nur körperlich vom Ehebruch abzusehen, sondern auch gedanklich. Aber das Gebot umfasst noch etwas mehr. Wir haben schon gesagt, dass unsere Gesellschaft durch und durch sexualisiert ist. Je aufdringlicher das Outfit, desto besser. Und manchmal kommt es auch vor, dass die Art, wie wir uns in der Gemeinde anziehen, eine Provokation ist. Verzeiht mir, auch das gehört dazu. Nein, ich bitte gar nicht um Verzeihung. Gott hat mich gesandt, das zu sagen. Aber in Liebe. Und ich danke Gott sowohl für Schwestern und Brüder, dass wir uns in unseren Versammlungen unanstößig kleiden und einander nicht zur Versuchung werden, dass wir nicht straucheln. Und doch geschieht es hier und da ganz bestimmt nicht vorsätzlich und bewusst, sondern einfach so. Und deshalb, meine lieben Schwestern, ebenso meine lieben Brüder, aber aus meiner Perspektive, liebe Schwestern, es ist schwer für eure Brüder, frei in euer Angesicht zu schauen, wenn sie gleichzeitig gereizt werden, zu den Teilen eures Körpers zu schielen, die sexuelle Funktionen haben. Ich weiß, ich sagte es schon, keine unserer lieben Schwestern möchte das vorsätzlich. Aber ihr müsst wissen, dass nicht wenige Brüder einen schweren Kampf um die sexuelle Reinheit ihres Herzens führen und auch in die Seelsorge gekommen sind oder auch nicht. Und wir sollten ihnen das Leben nicht noch schwerer machen, als es ohnehin in dieser Welt ist. Wir können natürlich nicht einfach sagen, die Männer sollen sich doch im Griff haben. Ja, das sollen sie. Sie sollen und können im Namen des Herrn der Anfechtung widerstehen. Das können sie und dazu sind sie auch verpflichtet vor Gott. Es gibt keine Entschuldigung für sie und sie können niemand anderen für ihr Versagen verantwortlich machen und schon gar nicht die Kleidung irgendeiner Schwester. Und dennoch fordern wir sie nicht unkeusch heraus, genauso wenig, wie wir einem Schwachen hochprozentige Getränke servieren. Ich bin meiner Frau sehr dankbar. Sie hat manchmal zu mir gesagt am Sonntagmorgen, Wolfgang, was meinst du, kann ich so gehen? Ihr wisst, was sie meint. Sie hat sich geprüft.
ob ihre Art, wie sie sich kleidet, angemessen war und wollte das auch gerne von ihrem Mann auch hören, wie er das sieht. Aber auch ich habe gesagt zu ihr, ist das so in Ordnung? Wir sollten uns in der Familie gegenseitig helfen. Wenn dein Mann zu dir sagt, Liebling, ich glaube, du solltest so nicht gehen, dann solltest du nicht mit ihm streiten. Sondern ich glaube, es bringt großen Segen, wenn du deinem Mann auch hier folgst. Und ich sage es immer wieder umgekehrt, auch deiner Frau. Ihr lieben Töchter, seid nicht frustriert, wenn Mama dich in Sachen Styling um mehr Zurückhaltung bittet. Das nimmst du mit Freuden an. Denn du liebst ja Gottes Wort und hörst gern, was Paulus schreibt. Er schreibt, ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken. Schaut mal, das ist auch eine Weisung vom Herrn zu unserer Hilfe, anders zu leben als die Heiden. Nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger, heute müsste man sagen, oder allzu knapper Kleidung. Wir sehen also, dass das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, in beide Richtungen geht. Es betrifft den, der Ehebruch körperlich oder im Herzen begeht, und auch den, der dem anderen zum Anstoß dahin wird. Und noch etwas, was das siebte Gebot umfasst. Das ist unser Verhalten im Ehebett. Auch darüber spricht die Bibel. Die Bibel ist ein wunderbares Buch. Sie hilft uns in allen Bereichen unseres Lebens und gibt Antwort auf alle unsere Fragen. Sie lässt uns nicht allein. Auch im Ehebett kann man ehebrecherisch sich verhalten. Ehebrecherische Fantasiespiele betreiben und seine geliebte Ehefrau entwürdigen, analog zu dem, was du vielleicht irgendwo anders gesehen und gehört hast. Und nimmst diese Augenlust in dein Schlafzimmer mit hinein. Sexualität in der Ehe ist eine unaussprechliche Kostbarkeit, die allen beiden tiefe Erfüllung bringt. Sie ist so schön, sie ist so rein, ich sage es euch, dass ihr vor eurer Zärtlichkeit, bevor ihr körperliche Liebe miteinander erlebt, dürft ihr euch vor euer Bett hinknien und beten und Gott um seinen Segen bitten für eure Liebe, die ihr euch einander schenkt. Sexualität in der Ehe ist etwas Reines, absolut Reines und Heiliges. Und dann genießt eure körperliche Liebe. Sie ist nicht gegen den Heiligen Geist. Nein, sie ist ein unbeschreibliches Geschenk Gottes. Aber der Teufel will auch in dieses Paradies eindringen. Und das geschieht über den Kopf, über das Gehirn, über die Augen und die Gedankenwelt, über das Herz, das wir aus der Welt mit in unsere Zweisamkeit bringen. Deswegen gibt es so wunderbare Worte in der Bibel. Ich spreche ja nicht über Sachen, die ich mir selber so ausdenke, sondern das ist ja reflektiert von der Schrift. Die Ehe, Hebräer 13, Vers 4, soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Die Unzüchtigen, bringt es hier im Zusammenhang mit dem Ehebett, und Ehebrecher, aber wird Gott richten. Und Petrus schreibt, ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen. Hörst du das? Du sollst ihr Ehre erweisen.
weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Hier haben wir eine interessante, nicht erwartete Verknüpfung. Unser Sexualleben verknüpft Gott mit unserem geistlichen Leben. Wenn wir im Ehebett sündigen, dann verhindert das unsere Gebete. Das ist doch wichtig auch zu hören. Gott helfe uns, Gott segne uns. Und all das, was wir jetzt miteinander besprechen, soll zu nichts anderem da sein, hat Gott es uns gegeben, damit wir immer mehr wachsen und unser Leben immer glücklicher wird, unsere Beziehungen immer köstlicher und immer freier von Last und Hypothek. Der Herr will uns immer fröhlicher werden lassen, immer unbeschwerter in unserem Herzen auf dem Weg zur Herrlichkeit. Halleluja. Gott will nur unser Gutes. Er liebt uns. Halleluja. Und ich kann es mir auch nicht ersparen, zum Schluss über voreheliche Sexualität etwas zu sagen. Wir haben eingangs gelernt, dass sie außerhalb des Ehebundes zwischen einem Mann und einer Frau nach der Bibel Sünde und Unzucht ist. Und wenn du mit deiner Freundin oder Verlobten schläfst, tust du das außerhalb eines vor Gott geschlossenen und von Menschen bezeugten Ehebundes. Ich erinnere euch, anfangs haben wir uns über die Definition, die biblische Definition von Ehe unterhalten. Und wenn du mit deiner Freundin schläfst, dann tust du das außerhalb eines vor Gott geschlossenen und von Menschen bezeugten Ehebundes. Das ist Treuebruch. Und deswegen ist das Wort Bruch oder Brechen auch angebracht. Untreue gegenüber Gottes Wort in Sachen Sexualität. Du nimmst dir die heilige sexuelle Freude einfach so. Du nimmst es dir einfach so, ohne eheliche Verbindlichkeit, ohne verpflichtendes Gelübde vor Gott und Menschen. Und das ist Diebstahl. Du stiehlst dir etwas, was dir nicht gehört. Der Körper deiner Freundin, deines Freundes gehört dir nicht. Erst nach dem abgelegten ehelichen Eid gehört ihr einander. Erst wenn du dich in heiliger Verheiratung für immer deiner Frau, deinem Mann zu eigen gegeben hast, dann könnt ihr einander heimholen. Alles davor gehört in den Bereich von Unzucht, Hurerei oder Ehebruch. Und davor will Gott euch mit dem 7. Gebot bewahren. Dass die Bibel so zu verstehen ist, das sehen wir auch an dem praktischen Beispiel von Josef und Maria. Er war mit ihr verlobt, aber noch nicht verheiratet und deshalb hatte er sie auch noch nicht berührt und wusste von daher sicher, dass Marias überraschende Schwangerschaft nicht von ihm herrührte. Sie war vom Heiligen Geist. Und Paulus sagt den Unverheirateten explizit, wenn sie sich aber nicht enthalten können, Paulus kennt auch den Trieb in uns Menschen, der ja auch von Gott angelegt ist. Aber er sagt, wenn sie sich nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Er sagt nicht, wenn sie sich nicht enthalten können, können sie gern schon miteinander schlafen. Sondern es heißt, sie sollen heiraten. Ja, wie kann ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Wie kann er einen glücklichen Weg für sein Leben finden, wenn er sich hält an dein Wort? Für Befreundete und Verlobte gibt es auch dieses schöne Wort aus 1. Thessalonicher 4. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Nicht triebgesteuert,
sondern in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Nicht mit leidenschaftlicher Begierde, wie die Heiden. Hörst du? Die Heiden machen das so. Aber du bist auserwählt vom Herrn. Du bist geheiligt, du bist ausgesondert in Heiligkeit für deinen lebendigen Gott, für den Himmel und die Ewigkeit. Und wir handeln nicht wie die Heiden, sondern wir haben uns miteinander verabredet, den Weg Gottes zu gehen und anders zu sein als sie. Nein, wir nehmen unsere Freundin und unseren Verlobten nicht in leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden in Besitz, sondern wir tun es in Heiligung und in Ehrbarkeit und in Keuschheit und Disziplin. Das ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Wenn du deine Freunde bzw. deine Verlobte wirklich wertschätzt und ihre Würde achtest, die sie vor Gott hat, dann gewinne sie in Ehrbarkeit und Heiligkeit und nicht in leidenschaftlicher Begierde. Halte deine Beziehung zu ihr keusch. Paulus schreibt dem jungen Timotheus, fliehe die jugendlichen Lüste, jage aber nach der Gerechtigkeit. Junger Mann, junges Mädchen, junge Frau, hörst du die Botschaft heute? Hier kommt was rüber. Sowas, was du heute Morgen hier hörst, das hört kein Weltkind. Aber du darfst diese Kostbarkeiten wahrnehmen. Dein Ohr hört sie, dein Herz hört sie. Und du sagst, ja, mein Vater, ja, Jesus, dir will ich folgen. Hast du mich gewollt? Bin ich dein auf ewig? Dann gehört dir mein Leben, dann gehört dir mein Herz, dann gehört dir mein Leib. Und ich lebe in Zucht und in Keuschheit, in der Frucht des Heiligen Geistes zu deiner Ehre. Halleluja. Gelobt sei der Name des Herrn. Wir sind die glücklichsten Menschen. Wir sind so reich beschenkt wie niemand anders auf der Welt sonst. Disziplin, Keuschheit ist eine Frucht des Heiligen Geistes, die uns befähigt, vor der Ehe und später auch in der Ehe nicht triebgesteuert zu leben, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben Witwer und Witwen unter uns, teilweise auch junge Menschen. Manche von unseren Schwestern und Brüdern haben überhaupt keinen Ehepartner. Junger Mann, der du dich gerne verlieben möchtest oder schon verliebt hast, schau dir an, welche Vorbilder in der Gemeinde sind. Gott verlangt nichts Ungewöhnliches von dir. Wir dürfen auch in Krankheit Rücksicht nehmen und leben ohne die Verbindung körperlicher Art zu unserer Frau oder unserem Mann. Ja, wenn wir das nun heute Morgen alles gesagt haben, liebe Gemeinde, ich kann am Ende dieser Predigt nur sagen, ich glaube, es ist die Liebe Jesu Christi, die uns einlädt, zu ihm zu kommen. Und in deinem Herzen hast du vielleicht gesagt, Pastor, ich habe auf diesem oder jenem Gebiet auch versagt. Hör mal, Jesus ist hier, deswegen hängt das Kreuz als Zeichen dafür, dass es Vergebung gibt. Dass Gott dich wegen deiner Verfehlungen nicht zusammenwringt und dich irgendwo in die Tonne tritt. Das wird geschehen, wenn wir nicht ihm ergeben sind, wenn wir nicht umkehren, wenn wir nicht erkennen, dass wir auf falschem Wege sind. Aber ich möchte sehr gerne euch heute einladen. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, unser Herz auch zu prüfen, unsere Gedanken, unsere Sinne, unsere Fantasie. Welche Bilder schweben in unseren Köpfen rum? Welche Erinnerungen? Welche Wünsche, welche Ansprüche erheben wir? Ich möchte dich von Herzen wissen lassen, die Gebote Gottes sind uns nicht zu unserem Schrecken gegeben, sondern sie zeigen uns die Liebe Gottes, weil er uns auf einen wunderbaren, glücklichen, segensreichen, guten Weg führen möchte. Und wir freuen uns, liebe Gemeinde, wir helfen uns gegenseitig, den Weg zu finden. Und es gibt Seelsorger in unserer Gemeinde. Am liebsten hätte ich heute Morgen uns zum Gebet versammelt.
für mit den Schwachen beten. Aber vielleicht stehen wir auf und ich bete auch so. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns den Spiegel heute Morgen vor die Augen gehalten hast. Und ein jeder prüfe sich selbst. Und jeder komme zu dir. Herr, ich bete ganz besonders für Menschen, die innerlich auch zerbrechen, die traurig sind über die Unreinheit in ihrem Leben, in ihrer Gedankenwelt, die auch sich selbst nicht in den Griff bekommen, die aber gerne mit dir leben möchten und doch immer wieder versagen. Du hast gesagt, du bist nicht gekommen zu richten, sondern zu erretten. Du willst heute Morgen bußfertige Sünder erretten und sie vom Wege des Bösen abbringen und sie auf den Weg der Liebe, der Wahrheit, der Reinheit führen. Herr, durch dein teures Blut haben wir Vergebung von unseren Sünden. Herr, du hast ein großes Ziel, auch mit dieser Arche-Gemeinde. Und dein Ziel ist, dir eine reine Gemeinde zu schaffen. Schenk uns ein reines Herz. In Jesu Namen. Amen. Amen.